Hallo, liebe Theaterfreunde. Ich sitze hier mit drei sehr lieben Schauspielkollegen. Das ist nämlich einmal Sarah Kluge da drüben. Das ist Marc Gerhardt und hier vorne ist Stefan Giebel. Und ja, ihr spielt alle in der Saison 2021-2022 am Boulevardtheater in Bremen. Und in welchen Stücken kann man euch denn bewundern? Ich starte mit Ich will ein Kind von dir und danach spiele ich Heiner, Sascha und Jan. Ja, ich spiele im Eröffnungsstück, in Immer wieder zahlt das Amt und danach in den Kalenderboys. Und Ich will ein Kind von dir, darf ich inszenieren? Ja, ich starte mit den Kalenderboys und dann spiele ich die Feuerzangenbowle und dann auch Heiner, Sascha und die anderen. Marc, du inszenierst ja drüben auch ein Stück. Hast du schon Erfahrungen mit anderen Stücken, die du inszeniert hast? Und wie ist es für dich, am Neuen Haus ein Stück zu inszenieren auch? Also ich habe schon Erfahrungen in Wilhelmshaven sammeln dürfen, habe da viermal beim Theater am Meer damals Regie geführt, habe dann ja hier auch das Urmel inszeniert, was leider bis jetzt noch nicht zur Aufführung gekommen ist, aber da knüpfen wir jetzt ja diesen Winter an. Und ich finde es großartig, dass ich bereits in der ersten Saison da Regie führen darf. Das ist für mich eben auch ein sehr großer Vertrauensbeweis seitens der künstlerischen Leitung. Und ich werde natürlich alles daran setzen, diese Erwartungen nicht zu enttäuschen. Du wirst das wunderbar machen. Ja, der Bau des Theaters ist ja jetzt beendet und wir haben die Schüssel, es ist alles fertig. Was sagt ihr denn zum Endergebnis? Wie schaut's aus? Mega. Es sieht fantastisch aus, ja. Ja, mega schön. Bombastisch, also wirklich. Eine tolle Atmosphäre, auch wieder ganz anders als im Bayer Theater, aber so halt auch, dass man ja, sich wiederfindet. Mhm. Ne? Also es passt zu dem anderen Haus, aber es ist doch wieder was ganz anderes. Und dieser Industriestil, der da genau. Ist, ja. Ist schon was Besonderes. Also vor allem auch so mit der Lichtgestaltung ist da unheimlich viel gemacht worden. Mhm. Ich durfte ja auch die Baustelle mal angucken gehen. Mhm. Und da hat sich echt wahnsinnig viel getan. Das hätte ich nie gedacht, dass das Ergebnis so, also ich wusste, dass es gut wird, aber dass es so schön wird. Ja. Also können sich unsere Gäste wohlfühlen im Neuen Theater. Hört sich ganz so an. Sarah und Marc, ihr seid ja schon ziemlich lange am Bayer Theater, mit dem das Boulevardtheater Bremen ja sehr eng verbunden ist. Wie lange seid ihr denn schon am Bayer Theater Schauspieler? Ich bin seit 2015. Und ich seit 11 Jahren. Oha. Also seit 2010. Und ihr rutscht ja jetzt, da ihr Ensemble des Weihertheater seid, rutscht ihr jetzt auch mit rüber ans Boulevardtheater in Bremen. Wie fühlt sich das denn für euch an, dass da jetzt noch ein zweites Theater entsteht und dass da eine Entwicklung passiert, dass wir so viele neue Schauspielkollegen auch dazukriegen und das Ganze wächst? Wie fühlt sich das für euch an? Aufregend, oder? Ja. Frischer Wind, neue Kollegen, ist ja immer wieder aufregend, wer da so kommt und ja. Gibt auch neue Impulse auch, oder? Ja, neue Kollegen ist man ja im Grunde gewohnt, dass man so alle paar Jahre oder vielleicht auch jährlich mal irgendwie neue Leute dazu bekommt. Jetzt sind es halt ein paar mehr. Wenn man jetzt 11 Jahre am Bayer Theater gespielt hat, womit ich auch nach wie vor total glücklich bin, ist es natürlich eine tolle Sache, wenn man dann einfach mal auch woanders spielen darf, wenn du zwischendurch mal so einen Tapetenwechsel hast. Das ist, glaube ich, ein toller neuer Impuls, ohne dass ich jetzt dem Bayer Theater fernbleibe oder was. Also einfach zwischen den beiden Theatern wechseln zu dürfen und in diesem großen, gesamten Ensemble tätig sein zu dürfen, ist schon eine tolle Sache. Und ich musste mich nicht bewerben. Ja, gute Überleitung. Steffi ist nämlich eine neue Kollegin, von der gerade schon gesprochen wurde. Und ja, du bist Schauspielerin jetzt am Bayer Theater und auch im Boulevardtheater in Bremen vor allen Dingen. Wie kam es dazu? Du kommst aus München und bist jetzt hierher extra gekommen. Wie ist das denn passiert? Wie kommt man auf Bremen? Ja, also ich habe im Mai 2020 meine Schauspielschule beendet und es war ja Corona-Jahr und deswegen waren die Vorsprechen an Theatern auch jetzt nicht im Überfluss da und ich habe halt dann ganz viel recherchiert und dann bin ich zufällig auf einen Zeitungsartikel gestoßen über das neue Boulevardtheater, das gebaut wird und dass da Schauspieler gesucht werden und dann dachte ich mir, ja, da bewerbe ich mich jetzt mal. Dann war ich beim Vorsprechen und es hat halt dann auch geklappt. Und dann wurde ich eben auch noch gefragt, ob ich im Bayer Theater auch noch spielen möchte für Sonne, Sand und Sylt jetzt. Und dann, ja, bin ich hier gelandet im hohen Norden. Und bist auch glücklich damit? Ja, total. Es fühlt sich wohl bisher. Ja, es ist echt schön. Also die Kollegen sind der Hammer, alle so lieb und offen. Und also es ist eine riesen Familie. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich da mittlerweile auch dazugehöre. Das ist echt schön. Passt schon. Und deine Rollen findest du auch spannend? Ja. Ja, also sind schöne Rollen, wo du dich dann auch als Schauspielerin weiterentwickeln kannst und so. Wo ich auch singen darf. Und singen darf. Ja, also wir haben auch Stücke, Heiner, Sascha und die anderen, ist mit Gesang und Tanz ja auch. Ja. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr cool. Ja, was habt ihr denn noch so unserem Publikum mit auf den Weg zu geben? Sollen sie das Boulevardtheater Bremen besuchen?
Ihr sagt natürlich ja. Aber habt ihr denn noch gewisse Gründe, warum ihr sagt, jo, auf jeden Fall kommt vorbei. Gebt dem Publikum nochmal was auf den Weg mit. Also auf jeden Fall sollte man sich mal vor Ort davon überzeugen, dass das ein großartiges Theater geworden ist. Diese Atmosphäre ist halt auch wieder was ganz Besonderes, wie wir schon sagten. Also wer das Weiher Theater von innen mag, wird das Boulevardtheater Bremen mindestens lieben. Und ansonsten haben wir da eben auch wieder viele tolle Stücke, viele neue Stücke, auch ein paar Sachen, die wir auch in Weihe schon gespielt haben vor Ewigkeiten. Also mein erstes Stück in Weihe war damals Rente gut, alles gut. Damit werden wir quasi unter dem neuen Titel und immer wieder Zeit, das Amt, die Spielzeit und das Theater eröffnen. Und das ist für mich natürlich ein toller Kreisschluss. Aber auch du diesmal in einer anderen Rolle? In einer anderen Rolle. Jetzt bist du ja auch schon älter geworden. Ja, genau. Ja, das hat der Sache jetzt nicht so den Abbruch, aber... Das hört sich doch alles wunderbar an. Und da kann man nur sagen, kommt vorbei, guckt euch an. Und ja, wir sagen viel Spaß und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.